ist Maike Liebert und ich möchte euch heute anhand eines kleinen Projektes zeigen, wie ihr die Formen in Design Space so nutzen könnt, dass ihr eigene Motive daraus erstellen könnt. Wir werden heute eine Häuserzeile erstellen und anhand dieser Häuserzeile zeige ich euch, wie ihr die Form verwendet, wie ihr das Kombinieren-Werkzeug richtig anwendet und auch wie ihr das Ganze ordentlich anordnen könnt. Danach werden wir das Ganze herstellen, das heißt zu den Matten schicken und was da zu tun ist, zeige ich euch auch in diesem Video. Wie ihr dann auch noch ein bisschen Folien sparen könnt, ist quasi der Schlussteil dieses Videos und ich würde mich freuen zu sehen, was ihr daraus am Ende des Tages zaubert und jetzt geht's erstmal los mit dem Video. Viel Spaß! Hallihallo meine Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie wir in Design Space nur mit den kostenlosen Formen eine super hübsche Häuserzeile erstellen, die ich im Anschluss auf ein Dekoglas übertragen werde. Dafür benutze ich Vinylfolie und wie das Ganze am Ende aussieht, zeige ich euch natürlich auch. Das ganze Glas werde ich nicht rundherum mit dem Vinyl bestücken, sondern nur von vorne und das wird eine Fläche ungefähr von 15 cm Höhe und 20 cm Breite. Fangen wir aber an mit den einzelnen Häusern. Ich möchte dir anhand dieses Videos einige Funktionen von Design Space zeigen, mit denen du super arbeiten kannst und die dir die Arbeit auch ein wenig erleichtert. So, die Formen haben wir hier links und wenn wir hier einmal draufklicken, dann brauchen wir natürlich auf jeden Fall für unsere Häuser ein Quadrat, Schrägstrich, ein Rechteck. Das werden wir gleich anlegen und da ist es auch schon. So, die Größe ist jetzt erstmal egal, das passen wir ganz zum Schluss einmal an. So, solange hier oben das Schlösschen geschlossen ist, können wir dieses Quadrat nur so groß und klein ziehen, dass sich die Seitenverhältnisse nicht ändern. Das wäre jetzt für das erste Haus auch nicht so wild, dann lassen wir es tatsächlich einmal bei unserem Quadrat. So, und dann brauchen wir natürlich noch kleine Fensterchen für unser Häuschen. Dafür gehen wir wieder hier drauf und für die Fenster möchte ich hier diese abgerundeten nehmen und die machen wir uns jetzt erstmal schön klein, damit wir einen Unterschied zwischen diesem und diesem Fensterchen sehen, werde ich jetzt die Farbe mal verändern. Das ist hier oben immer. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Gelb, dass man schön den Kontrast sieht. So, und jetzt gucken wir grob, ob die Größe der Fenster für uns in Ordnung ist. Ich mache es noch einen Ticken kleiner und ein bisschen größer. Ich habe jetzt hier 1,4 cm und ich denke, das passt so. Mein Häuschen, das erste, soll auf jeden Fall zwei Fenster haben und unten eine Tür. Für die zwei Fenster brauchen wir natürlich noch ein doppeltes Fenster nochmal und dafür gehen wir hier rechts mal auf Duplizieren. So, jetzt habe ich diese zwei Fenster und kann mal grob gucken, wie weit ich die auseinander haben möchte. Das können wir hier anhand der oberen Kante machen. Und wenn uns das jetzt als Abstand passt, dann wollen wir die natürlich auch auf eine Höhe bringen, damit das schön aussieht. Dafür markieren wir beide mal. Dafür müsst ihr einfach die linke Maustaste gedrückt halten. Jetzt haben wir beide markiert und ihr seht, die sind nicht auf einer Höhe. Und dafür gibt es das Ausrichten-Werkzeug. Das ist hier oben. Wenn wir hier einmal drauf gehen, dann können wir unsere Fenster schön parallel unten ausrichten. So sind beide auf einer Höhe. Und damit das Ganze eben nicht mehr verrutscht, können wir das Ganze entweder hier unten verbinden oder wir werden es direkt kombinieren und daraus eins machen. Das machen wir jetzt mal und wir klicken beim Kombinieren hier einmal auf Vereinen. So. Unsere zwei Fenster gehören jetzt fest zusammen. Das Ganze können wir auch im Nachgang wieder auflösen. Das ist das Schöne mit dem Kombinierwerkzeug. Wenn wir die jetzt hier auf unserem Haus haben, wollten wir ja zwei Fensterreihen untereinander haben und vielleicht unten die Tür. Dafür brauchen wir dann eben hier auch nochmal quasi die beiden Fenster doppelt. Dafür habe ich jetzt auf Steuerung C und Steuerung V gedrückt. So, das reicht mir so vom Abstand. Schieben wir uns das Haus nochmal auf die Seite.
markieren uns beides und jetzt gehen wir wieder auf das Ausrichten-Werkzeug, weil wir natürlich wollen, dass die schön zusammen ausgerichtet sind und können die nach rechts oder auch links ausrichten, das ist egal, so dass die wirklich schön zusammenpassen. Auch das können wir jetzt, wenn wir wollen, miteinander vereinen und haben unsere Fensterchen schon als eine Einheit zusammen. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich mit unserem Häuslein hier verbinden. Und wir wollen natürlich am Ende des Tages, dass die hier schön mittig sind. Also dass der Abstand zu dieser Seite und dieser Seite der gleiche ist. Also markieren wir wieder alle unsere Teile. Wir gehen auf Ausrichten und diesmal wählen wir horizontal zentrieren. Wenn wir jetzt hier zentrieren gedrückt hätten, dann wäre alles genau in die Mitte gerutscht und also ich zeige euch das und da wollen wir die Fenster natürlich nicht haben, weil wir hier unten ja noch Platz brauchen für die Tür. Sprich, wir suchen uns eine Höhe ungefähr aus, die uns gut passt. Ich zeige euch das jetzt mal extrem, wenn wir das jetzt so hätten. So passt uns die Höhe. Wir markieren uns wieder alles, ausrichten und horizontal zentrieren und jetzt rutschen die Fensterchen schön mittig, so dass der Abstand hier und hier genau gleich groß ist. So, und jetzt möchte ich natürlich, dass die Fenster ausgeschnitten werden aus unserem Haus. Und dafür gehen wir wieder auf unser Kombinieren-Werkzeug und gehen mal auf Subtrahieren. Jetzt seht ihr, dass unsere Fenster aus unserem Häuslein ausgeschnitten sind. Und jetzt haben wir hier unser Haus. Das Häuslein braucht natürlich noch eine Tür. Und um die kümmern wir uns jetzt. Für die Tür würde ich hier dieses nehmen, weil ich eine runde Tür haben möchte. Also eine Tür, die oben rund ist. Das Ganze steht natürlich jetzt für unsere Tür ein bisschen auf dem Kopf. Deswegen kann man das entweder hier an der Seite ziehen, also hier drehen. Oder wir gehen mal hier und gehen mal auf 180 Grad. Dann haben wir es einmal auf dem Kopf. Auch hier machen wir uns das Ganze kleiner, sodass das passt. Wir nehmen wieder eine andere Farbe, damit ihr den Kontrast hier besser seht. Und schauen jetzt mal, wie groß unsere Tür sein soll. So, ist natürlich jetzt eine Geschmackssache, wie man die Tür haben möchte. Ein Ticken kleiner, denke ich, wäre in Ordnung. Das passt schon ganz gut. Das sind natürlich jetzt sehr große Fenster, aber das ist halb so wild. So, die Tür wollen wir, dass die unten mit der Kante abschließt. Das heißt, wir gehen auch hier wieder auf das Ausrichten-Werkzeug. Erstmal soll die Tür schön mittig sein. Das heißt, wir nehmen wieder horizontal zentrieren. Die war schon sehr mittig. Und dann gehen wir nach unten ausrichten. Und jetzt ist unsere Tür auch wirklich mit der untersten Kante an unserem Häuslein. Die wollen wir natürlich auch direkt ausschneiden lassen aus unserem großen Haus. Also gehen wir auch hier wieder auf Kombinieren und auf Subtrahieren und haben jetzt hier unten die Tür ausgeschnitten. Was natürlich jetzt noch fehlt, ist ein Dach und vielleicht ein Schornstein. Dafür gehen wir dann einmal hier auf unsere Formen und suchen uns jetzt ein Dach aus. Am besten nehmen wir hierfür ein Dreieck. So, und das wäre mir jetzt tatsächlich zu spitz und zu hoch und deswegen werden wir jetzt einmal hier das Schlösslein lösen. Das sorgt dafür, dass man die Formen so ziehen kann, also alles, was ihr hier einfügt, kann man dann so ziehen, dass die Proportionen nicht mehr genauso bleiben, also zwischen den Seitenverhältnissen nicht mehr so genauso bleiben wie vorher. Und somit können wir unser Dreieck so ziehen, wie wir das haben wollen. So. Und das können wir jetzt hier mal schauen, wie wir es genau haben wollen. So, jetzt ist mir das Dach allerdings noch ein bisschen zu hoch. Ich möchte eher so ein niedrigeres Dach haben. Und das reicht mir schon mal fürs erste Haus. Das müssen wir natürlich jetzt auch erstmal schön mit unserem Haus ausrichten. Auch hier wollen wir es, dass das ordentlich und horizontal ist. Und wenn uns das so gefällt, markieren wir wieder beides. Und diesmal wollen wir das nicht
beschneiden, sondern wir gehen wieder auf Vereinen. Denn wir wollen nicht, dass hier eine Kante ausgeschnitten wird aus unserem Vinyl, sondern wir wollen das einfach nur vereinen. Okay, jetzt haben wir unser Häuslein hier schon fast fertig. Ich fände jetzt noch einen kleinen Schornstein ganz schick. Und auch für den Schornstein können wir jetzt hier wieder unser Quadrat nehmen. Wir öffnen das Schlösschen, weil jetzt brauchen wir natürlich wirklich wenig. Einmal die Schornsteinöffnung hier oben. Und das Ganze können wir hierüber einmal duplizieren. Dann drehen wir uns das um 90 Grad. Und machen es ein bisschen größer. Und schauen, dass das uns so gefällt. So, das Haus packen wir auf die Seite, weil auch den Schornstein müssen wir natürlich miteinander ausrichten. Einmal horizontal zentrieren. Und das können wir jetzt schon direkt hier vereinen. Also haben wir hier unseren Schornstein und den setzen wir dann noch hier an unser Häuslein. Und auch wieder alles markieren. Kombinieren und vereinen. So, dann haben wir das erste Häuschen schon fertig. Und ich glaube, ich fände es noch ganz schön, wenn wir hier noch so ein kleines Kreuzlein reinmachen. Oder das machen wir bei dem anderen Haus. Wir machen das bei dem anderen Haus. So. Und das wäre natürlich jetzt sehr langweilig, wenn wir unser Haus jetzt immer wieder gleich aufbauen und einfach nur die gleichen Häuser nebeneinander setzen. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir einmal dieses Haus ein bisschen verzerren und eine zweite Version davon machen und noch ein zweites Haus erstellen, das ein bisschen anders aussieht. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Also das ist jetzt schon mal unser Haus 1. Das können wir hier mit einem Doppelklick auf den Schriftzug, können wir das schon mal umbenennen und nennen das schon mal Haus 1. Und wenn wir wollen und mit diesem ganzen Haus soweit zufrieden sind, können wir auch hier die Ebenen zusammenführen. Das sorgt dafür, dass unser komplettes Haus jetzt eine Ebene ist. Das heißt, diese Einzelteile aus unserem Haus können wir jetzt so nicht mehr benutzen. Was aber nicht so schlimm ist, denn wir wollen dieses Haus ja nur noch einmal duplizieren. Und damit es hier rechts übersichtlicher ist, habe ich das jetzt zusammengeführt. Okay. Wir duplizieren uns also das Haus. Jetzt hier einmal nochmal umbenennen, nochmal Haus 1. Durch das Ebenen zusammenführen ist die Beschriftung weggegangen. Und das hier wird Haus 2. Und was wir jetzt machen können, ist dieses Haus durch Öffnen dieses Schlösschens ein bisschen zu verzerren. Das heißt, wir könnten daraus jetzt eine schmalere Variante machen oder auch zum Beispiel eine schmalere und höhere Variante des Hauses. Und so hat direkt das Haus eine ganz andere Optik. Wir können jetzt zum Beispiel auch hier oben ein kleines Herzchen noch reinmachen. Hier oben in das Haus. Ich finde, das sieht auch immer ganz süß aus. Ich würde das Herz jetzt allerdings hier mal ein bisschen verformen. Ich mag das lieber, wenn das so ein bisschen spitz ist. Und wenn euch jetzt die Form so gut gefällt, dann schließt ihr einfach wieder das Schlösschen und dann könnt ihr das wieder in der Größe verändern. Und ich würde das jetzt gerne in die Mitte dieses Hauses hier setzen und ebenfalls ausschneiden lassen. Also, wir haben das Herzchen hier reingesetzt. Wir markieren wieder alles. Also das Haus 2 und das Herz. Gehen wieder auf Ausrichten und machen das auf horizontal zentrieren. Und gehen wieder auf das Kombinieren-Werkzeug und auf Subtrahieren. So, jetzt haben wir hier noch ein kleines Herzchen reingepackt und das finde ich, sieht jetzt schon ganz schick aus. Als nächstes möchte ich jetzt noch ein Haus machen, das allerdings nicht 4 Fenster hat, sondern nur 2. Allerdings sollen diese Fenster dann nochmal hier so ein Gitter drin haben, so ein Kreuz, damit wir so ein bisschen Abwechslung in das Ganze hier reinbekommen. Dafür gehen wir wieder auf die Formen und dann gehen wir hier wieder auf unser Quadrat und
öffnen direkt das Schlösschen, weil diesmal wollen wir nicht mit einem Quadrat anfangen, sondern machen uns hier ein Häuschen. So ungefähr. Und hier wollen wir nur zwei Fenster drin haben. Und diesmal wollen wir aber andere Fenster. Wir nehmen jetzt mal das hier als Fenster. Wir drehen das Ganze wieder um 180 Grad. Und jetzt bearbeiten wir das Fenster erstmal in groß, damit wir das nachher hier besser einfügen können. Also, wir wollen hier jetzt nochmal so ein Gitter reinmachen. Und dafür haben wir jetzt hier einmal unser rundes Fenster. Und dann nehmen wir uns jetzt wieder unser Quadrat. Machen da wieder mal eine andere Farbe draus. Öffnen das Schlösschen und machen uns tatsächlich hier mal so einen ganz schmalen Steg, damit wir das hier nachher aus unserem Fenster ausschneiden lassen können. So, den Steg brauchen wir zweimal. Wir gehen hier wieder auf Duplizieren. So, diesen drehen wir mal um 90 Grad, damit wir hier so ein Kreuz hinkriegen. So. Und dann können wir das hier mal draufsetzen. Das wollen wir natürlich schön mittig haben. Horizontal zentrieren. Und das hier wollen wir auch hier drin haben, so ungefähr. Und das müssen wir jetzt nicht zentrieren, weil das tatsächlich insgesamt egal ist, wo das quasi hier auf der Achse ist. Denn wir haben das jetzt hier selber bestimmt und wir benutzen dieses Kreuz auch tatsächlich nur sozusagen zum Zerschneiden. Und deswegen ist es relativ egal, wo das hier genau ist. So, dass das bei euch gefällt und von der Höhe her passt. Dass der rechts und links das Ganze übersteht, ist nämlich wurscht. Deswegen muss das nicht genau mittig sein. Wir markieren uns jetzt diese beiden Ebenen, indem wir die Steuerungstaste drücken oder auf dem Mac die Command-Taste. Jetzt sind die gelben miteinander, also sind beide angewählt. Und damit, dann können wir die hier über das Kombinieren-Werkzeug schon mal vereinen. So ist jetzt unser Kreuz schon vereint. Und das wollen wir jetzt hier mit unserem Fenster wieder subtrahieren. So, das ist jetzt unser Fenster, das wir gleich aus diesem Haus ausschneiden wollen. Da machen wir jetzt mal wieder die Materialfarbe auf Gelb, sodass wir das gut sehen. So. Das ist von der Größe her in Ordnung. Nur noch einen dicken kleiner, damit die Tür gleich nicht so groß wirkt. Okay, dann machen wir dasselbe wie eben. Wir brauchen das hier doppelt. Also gehen wir hier wieder auf Duplizieren. Und setzen jetzt unsere beiden Fenster wieder auf eine Höhe. Ausrichten, unten ausrichten. Und dann wollen wir das schon mal miteinander vereinen. Jetzt haben wir unsere Fenster hier vereint. Und die Höhe hier passt uns ganz gut. Deswegen markieren wir alles und gehen wieder auf horizontal zentrieren. Jetzt sind die schön mittig und der Abstand hier auf beiden Seiten ist derselbe. Und jetzt packen wir hier unten noch eine Tür rein. Diesmal wird es aber dann eben eine rechteckige Tür. So, diese hier. Das ist das Rechteck mit den runden Ecken. Und das machen wir jetzt wirklich nur klein, damit wir hier die Tür einsetzen können. Drehen wir wieder um 90 Grad. Und setzen uns hier jetzt noch unsere Tür rein. Auch hier, wir müssen die Tür natürlich mit unserem Haus horizontal zentrieren und unten ausrichten, damit wir hier wieder
keine Kante haben. Der Unterschied ist allerdings, ich gehe jetzt nochmal näher dran, durch die runden Ecken müssen wir tatsächlich, damit wir hier nicht diese komische Kante kriegen, unsere Tür ein bisschen weiter nach unten setzen. Also macht das unten ausrichten in dem Fall keinen Sinn, weil wir hier eben diese runden Kanten haben und die würden sich dann hier an den unteren Enden der Tür widerspiegeln und das wollen wir nicht. So, damit wir hier auf Nummer sicher gehen, gucken wir zumindest, dass es nochmal horizontal zentriert wird. Das passt. So, und das Schöne ist jetzt an dem Kombinieren-Werkzeug, dass wir alles gemeinsam, wie früher hieß es ja, beschneiden, aber jetzt alles gemeinsam subtrahieren können. So, wir gehen jetzt hier wieder auf Subtrahieren und zack, haben wir unser Häuslein fertig. Hier unten ist alles offen, oben haben wir schöne runde Kanten und unten ist die Tür offen. So, jetzt fehlt hier tatsächlich nur noch ein Dach und da habe ich überlegt, dass wir so ein gestuftes Dach machen aus verschiedenen Balken. Ich zeige euch jetzt, was ich meine. Ich hoffe, das wird dann klar. Auch hier das Rechteck, das müssen wir wieder öffnen. So. Und da möchte ich, dass es sich quasi so ein bisschen aufbaut. Also, dass wir das hier nochmal duplizieren, aber dann einen Ticken kürzer machen. Und dafür machen wir das Schlösschen wieder auf. Machen es ein bisschen kürzer. Und dann setze ich hier oben noch eins drauf, damit das Dach dann abgerundet und fertig ist. Dafür eignen sich, sehe ich aber gerade deutlich besser, das normale Quadrat, weil die Kanten, also diese runden Ecken, die werden nicht so schön, wenn man das nicht proportional größer und kleiner zieht. Deswegen, ne, seht ihr hier, dass die Kanten nicht so schön werden. Heißt, wir löschen das Ganze nochmal kurz. Und wir gehen dann hier nochmal auf unser Quadrat und werden das jetzt so anpassen, dass uns das gefällt. So. Na, das duplizieren wir uns wieder, öffnen uns das und machen uns das hier. Ach, das ist zu viel. Noch ein Stück. So. Und darüber noch eins, ein letztes. Das machen wir ein bisschen höher. Wie so eine kleine Pyramide und die setzen wir jetzt gleich auf unser Haus. Die ganzen drei wollen wir jetzt wieder ausrichten und nehmen wieder das horizontal zentrieren. Jetzt haben wir hier wie so eine kleine Pyramide und die werden wir jetzt erstmal wieder vereinen. Jetzt haben wir hier unser Stufendach und das wollen wir jetzt auf unser Haus setzen, ausrichten, horizontal zentrieren und das Ganze vereinen. Das ist Haus 3. Auch Haus 3 wollen wir in zwei Varianten machen. Und dafür brauchen wir jetzt nochmal, wenn wir hier wieder über das Kombinieren-Werkzeug die Ebenen zusammenführen, dann haben wir hier Haus 3. Und Haus 3 wollen wir dann nochmal duplizieren und werden das hier umändern in Haus 4. Und das Haus 4 werden wir natürlich noch ein bisschen abändern, damit das nicht gleich aussieht. Ich ziehe das einfach mal ein bisschen größer, höher. Und in Haus 4 kommt auch noch mal ein Herz.
Nee, anders. Wir machen in Haus 4 noch eine kleine Borde aus kleinen Kreisen, habe ich mir jetzt gerade überlegt. Auch hier machen wir mal kurz die Farbe ein bisschen anders. Und da packen wir jetzt hier so ein paar Kreise hin. Eins. Zweiter Kreis. Wie gesagt, das ist nicht schlimm, wenn die jetzt gerade nicht auf einer Linie sind. Wir wollen nur ein bisschen gucken, dass sie von der Größe hier alle reinpassen. Okay. Gut. Jetzt haben wir uns jetzt hier vier Kreise hingemacht und der erste und der zweite Kreis sind vom Abstand zu der Mauer ausreichend. Ich zeige euch das mal hier dran. So. Die beiden äußeren sind quasi die, die vom Abstand her am besten passen. Und jetzt wollen wir, dass die anderen dazwischen gleichmäßig verteilt werden. Dafür markieren wir mal alle wieder. Und jetzt gehen wir mal hier hoch auf Ausrichten und auf vertikal horizontal verteilen. Jetzt habt ihr gesehen, dass hier immer der gleiche Abstand zwischen den Kreisen ausgewählt wird und die Kreise automatisch hier auch unten an der Kante ausgerichtet sind. So, jetzt ist alles unten ausgerichtet und jetzt passen auch unsere Kreise vom Abstand her perfekt zusammen und sind nach unten ausgerichtet. Das Ganze wollen wir wieder vereinen. Das ist jetzt quasi unsere Bordüre. Und jetzt nehmen wir wieder unser Haus und wollen natürlich, dass unsere Bordüre am Haus wieder horizontal zentriert ist. Und das sieht schon mal ganz super aus. Okay, dann nehmen wir wieder die Bordüre und das Haus 4 und gehen wieder auf Subtrahieren. So, und jetzt haben wir verschiedene Häuser, 4 Stück an der Zahl, und die können wir jetzt nachher so anordnen, dass das Ganze bei uns in unsere Häuserreihe passt. Ich habe ja anfangs eben gesagt, dass meine Fläche auf meinem Glas eine Größe von der Breite von 20 und der Höhe von 15 cm hat. Also diese Fläche hier darf ich gleich quasi mit Vinyl bestücken. Und ich habe mir jetzt dieses Rechteck hier angelegt und das brauche ich nur als Hilfslinie. Diese Hilfslinie zeigt mir, was ich benutzen darf, also welchen Platz ich hier benutzen darf. Und in dieser Hilfslinie kann ich jetzt gleich meine Häuser sortieren und vielleicht noch einen kleinen Schriftzug hier drüber packen. Okay, so, das setzen wir aber jetzt mal schön in den Hintergrund, damit wir hier unsere Häuser ordentlich reinsetzen können. Wenn wir jetzt gleich unsere Häuser größer und kleiner ziehen, achtet darauf, dass immer hier das Schlösschen zu ist. Und dann fangen wir hier mit dem Haus mal an. Ich möchte hier oben ja nochmal einen Spruch drüber haben, also dürfen die Häuser nicht allzu groß sein. Das ist natürlich jetzt viel zu groß. Machen wir ein bisschen kleiner. Und wir wollen auch nicht direkt die beiden Spitzdächer nebeneinander. Also sortieren wir uns jetzt hier mal unsere Häuschen. Das wollten wir natürlich nicht. Aber rückgängig. So. Würde hier natürlich noch ein Häuschen hinpassen. Wir machen das hier einfach tatsächlich noch ein Ticken kleiner. So. Können wir die alle noch ein bisschen hier ranrutschen. Jetzt setzen wir
Das finde ich eigentlich fast am süßesten. Da machen wir jetzt hier nochmal ein Duplikat von. Setzen wir hier noch dran. Machen das ein bisschen kleiner. Öffne noch einmal das Schlösschen. Und ziehen uns das noch ein bisschen schmaler. Gucken, so dass uns das so ein bisschen passt. Wenn wir jetzt alles noch einen Ticken kleiner machen, dann kommen wir auch aus mit dem Platz. Und jetzt sind unsere Häuschen hier fertig. Und ich glaube, ich möchte in das Haus auch noch ein Herzchen machen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das heißt, ich werde jetzt hier nochmal das Herz, was wir hier haben, können wir nämlich jetzt hier einfach duplizieren. Das ist jetzt hier einzeln. Und können das hier in unser Häuslein setzen. Einmal kurz auf die Seite und dann können wir das auch hier wieder subtrahieren und jetzt haben wir hier auch das Herzchen ausgeschnitten. So. Die wollen wir jetzt alle auf einer Höhe haben, aber das sieht schon ganz gut aus, aber um ganz genau zu sein, machen wir die hier nochmal alle nach unten ausrichten und zack haben wir unsere Häuserreihe auf einer Höhe. Ja, und jetzt geht es daran, dass wir hier vielleicht noch einen schönen Schriftzug drüber setzen. Sowas wie Frohe Weihnachten oder Fröhliche Weihnachten oder Merry Christmas. Wir können natürlich rein theoretisch auch einfach etwas suchen. Ne? Hier in unseren Schriften, in den Designs. Da gibt es ja mittlerweile auch super viel alle Designs zu stöbern. Super viele Sachen auch auf Deutsch. Wenn wir jetzt hier mal Weihnachten eingeben, dann gibt es hier auch ganz, ganz tolle Sachen von all unseren Contributed Artists. Und da könnte man jetzt zum Beispiel auch was raussuchen, ne? Was einem gefällt. Zum Beispiel das hier, das fröhliche Weihnachten. Das fände ich jetzt zum Beispiel ganz schön. Das nehmen wir jetzt mal hier für die Schnelle. Und das können wir dann hier so drüber setzen und mit ausplotten lassen. So. Schön groß. Genau, also ihr könnt natürlich hier über das Textwerkzeug euch einen eigenen Schriftzug reinpacken lassen. Ich habe jetzt hier einen Schriftzug genommen, den ich hier eben über die Designs gefunden habe. Die genaue Designnummer schreibe ich euch unten mit in die Beschreibung von dem Video und ansonsten könnt ihr hier natürlich selber kreativ werden. Ich bin jetzt fertig mit meinem Projekt. Die Hilfslinien werden nicht mit an das Herstellen geschickt, die stören mich jetzt aber gerade, deswegen werde ich die jetzt einfach hier löschen. Und das Ganze soll bei mir in einer Folie geschnitten werden. Das heißt, ich möchte, dass das in einer Farbe geschnitten wird. Und deswegen können wir das Ganze entweder miteinander verbinden. Dann habt ihr das auch genau so, wie ihr es jetzt hier seht auf der Matte. Wer von euch aber ein wenig Folie sparen möchte, kann natürlich das Ganze auch so lassen. Man muss nur gucken, dass sowohl die Häuser als auch das fröhliche Weihnachten dieselbe Farbe hat. Das können wir auch hier noch einmal ändern, indem wir alles markieren, hier auf das kleine Fragezeichen drücken und zum Beispiel alle die Farbe schwarz geben. Dann wird alles in schwarz eingefärbt und landet jetzt gleich auch auf einer Matte. Nur bei den Häusern ist es wichtig, wenn ihr die in einem auch zusammen ausschneiden lassen wollt, was jetzt bei den Häusern auch wirklich Sinn macht, weil ihr die natürlich auch jetzt hier unten schön gemeinsam ausgerichtet habt, dann geht nochmal auf alle Häuser und klickt hier auf Verbinden.
Dann wird nämlich alles gemeinsam so in dieser Reihenfolge an die Matte geschickt und das fröhliche Weihnachten könnt ihr dann auf der Matte sortieren. Wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. So, wir gehen nämlich hier oben auf Herstellen. Und jetzt könnt ihr euch auswählen, mit was ihr arbeiten wollt. Ich werde jetzt mit einem Vinyl arbeiten, das ich nicht als Smart Material habe. Das heißt, ich werde eine normale Matte nutzen. Und dann klickt ihr hier auf die normale Schneidematte und bei mir auch die normale Größe. Wir bestätigen das Ganze. Und jetzt seht ihr, dass auf der Matte eben sowohl unsere Häuser als auch das fröhliche Weihnachten zu sehen ist. Die Häuser sind in der Reihenfolge und in der Anordnung, wie wir sie haben wollten. Da wir sie verbunden haben, das fröhliche Weihnachten haben wir einzeln gelassen, weil wir es eben platzsparend auf der Matte positionieren wollen. Hätten wir das ebenfalls verbunden, würde das genau so, wie wir es auf der Matte hatten, also so hier auf der Matte landen. Und dann seht ihr, dass man hier links und rechts natürlich auch einiges an Folie hat, die nicht geschnitten wird und die wir somit also wegschmeißen würden oder einzeln nur so Reststücke hätten. Das möchte ich vermeiden und deswegen habe ich das Ganze nicht verbunden. Ich schiebe uns jetzt mal die Häuser hier oben hin und dann hier das fröhliche Weihnachten schön an den Rand und recht weit nach oben, sodass wir möglichst wenig Folie verbrauchen. Und dann würde ich das Ganze jetzt eben weiter an die Matte schicken, nach rechts. Zack. Ihr müsst immer nur gucken, dass sich hier nichts überschneidet. So, und jetzt gehen wir auch weiter. Und dann könnt ihr eben hier wieder alles auswählen, was ihr an Material benutzen wollt. Sucht da bitte eure passende Einstellung und dann könnt ihr das Ganze eben schneiden lassen und danach aufbringen. Wie das fertige Ergebnis aussieht, zeige ich euch natürlich noch. Ja, und so wie ihr das hier links im Bild seht, sieht dann am Ende euer fertiges Glas aus. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit einem anderen Spruch versehen, damit es das ganze Jahr stehen bleiben kann. Aber grundsätzlich wollte ich euch anhand dieses Videos zeigen, wie ihr mit dem Kombinieren-Werkzeug in Design Space ganz, ganz tolle Motive selbst gestalten könnt. Wenn ihr weitere Tipps sucht rund um Design Space, dann kann ich euch nur mein E-Book ans Herz legen. Das findet ihr in dem Link hier unter dem Video und dort werde ich euch alles erklären rund um Design Space. Wirklich jede Funktion einzeln Schritt für Schritt und so interaktiv, dass du das Ganze auf deinem Tablet oder auf deinem PC nutzen kannst und mit einem Inhaltsverzeichnis, das aktiv ist. Das heißt, ihr könnt einfach auf euer Thema drücken, was euch gerade interessiert und springt automatisch zu der passenden Lektion. Das Ganze wird regelmäßig geupdatet und steht euch dann weiterhin nach dem einmaligen Kauf kostenfrei zur Verfügung. Ich würde mich freuen, von euch zu hören und ihr findet natürlich auch weitere Inspirationen bei mir auf dem Instagram-Kanal und ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Bis bald, eure Maike.